Nimmst du auch teil am Wettbewerb? Nee. Nicht? Nee. Du feuerst nur an? Ja. Willst du mitmachen? Ich hab noch nie am Team gestanden. Ja. Ich werde ja heute Abend nicht anfangen. Achso, willst du mitfahren? Ja. China? China. Name China. Du fährst mit? Ja, China, China. China, der und Chancen? Rechnest du dir aus? Woher die olympische Regel? Ein harter Wettbewerb? Dann wahrscheinlich. Ja? Das ist auch über China. Du fährst mit? Ich fahr nicht mit, nein. Ich hab nur Licht gemacht. Naja. Das sagt man immer beim Skifahrer, stell dir mal nach China. Deswegen habe ich gedacht, dass China auch fahren. China. Ja. Warte mal, wenn ich die Kamera aushabe, muss ich mir nochmal übersetzen. Genau, genau. Wer als erster startet da? Skifahren ist der größte Hit. Ich will aber probieren. Dass ich nicht nur für Ausgabe dreimal fahre. Ich fahre bloß LK her, gell? Bloß LK her. Erster 40 Grad Langlauf Marathon. Wie rechnen Sie die Chancen sicher aus? Ja, also normalerweise müsste das eine klare Sache sein. Wissen Sie, also ich habe hier schon mehrere Weltcups gewonnen. Das Starterfeld, wenn ich mir so anschaue, ist jetzt nicht hochkarätig besetzt. Insofern dürfte das eigentlich schon gut gehen. Ja. Was sagen die Herausforderer? Die Herausforderer? Kein Problem. Chancen, oder? Tja, also dieser junge Herr kann eigentlich sagen, was er möchte. Wie sind Sie mit der Präparation der Strecke zufrieden? Sehr gut. Die Jungs haben also an die Jungs gute Arbeit haben, geleistet. Ja, 100% tolle Arbeit geleistet. Ja. Und wir brauchen eigentlich nicht viel Worte. Sie werden dann Taten sehen. Ja. Der einzige italienische Teilnehmer. Stimmt doch gar nicht. Chancen? Rechnen Sie Chancen aus? Ja, 50%. So gut. Ungefähr. Aber wo? Moment, wo? Sag mir den Erstmal aus. Ich hab eine Frau. Zwischen Anne und Wolle. Seit Jahren schon lebe ich mit dir und ich danke Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat. Als Erinnerung an unser Leben möchte ich dir heute etwas geben, ein Geschenk für alle Ewigkeit.